Willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Ja, wir sind hier noch, na, wie heißt's, in dieser Kolonie und haben uns jetzt hier mal umgesehen nach ein paar Hinweisen. Bis auf das Manifest konnte ich jetzt nichts finden. Mittlerweile konnten wir so einen Kronleuchter nach oben ziehen. Und ja, an dem versuchen wir jetzt nochmal. Ich glaube schon zum vierten, fünften, sechsten Mal rüber zu schwingen zu der Kette, weil meiner Meinung nach anders kommen wir hier nicht raus. Ich zeige euch das mal. Da ist der Kronleuchter und da ist die Kette. Irgendwie muss ich dann ziemlich sicher hier entlang schwingen. Das werden wir jetzt mal testen zum, ja, x-ten Mal. Also, los geht's. Muss gehen. Wenn nicht, weiß ich auch nicht. Sogar der Schatten von der Kette hier auf dem Schrank. Ja, schön Schwung. Okay. Ich kletter mal ein Stück höher. Versuch mal, dich zur anderen Kette zu schwingen. Ah, okay. Jetzt kommt auch mal der Hinweis. Jawohl. Jawohl. Sag mal her, hat das gut geklappt? Zu anderen Kette. Okay. Ach, das ist ja auch eine hier. Okay, weiter geht's. Müssen wir da rauf? Oh, sorry, Condon. Baldridge. Was? Du trittst auf Baldridge. Oh, tue ich das? Okay, dann sind wir hier wieder raus. Und dann schauen wir mal uns hier weiter um. Da wird es nur runtergehen, oder? Das wollen wir eh nicht. Was haben wir da noch? Dasselbe, nur auf der anderen Seite. Was liegt da Schönes? Gut, das lädt uns ein, raufzugehen. Kommst du? Direkt hinter dir. Uiuiui. So, hier ist bestimmt irgendwie Klettern oder Hangeln. Da ist ein Fenster offen. Hüpfen wir da mal rein. Okay. Mal hoch. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, 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 schrei es nicht. Schön hier. Schön war es hier mal. Die Insekten. Und da kann man noch einen Blick reinwerfen. Eingestürzte Decke, grandiose Landschaft. Was müssen wir machen? Hinweise suchen hier? Schauen wir mal. Wo können wir rauf? Eventuell hier wieder. Genau. Jetzt können wir uns schwingen. Ich hab's ja gesagt. Nathan, siehst du den Turm? Klar. Krass. Also dieser Felsen schaut wirklich genial aus. Gut, dann hier wird geschwingt. Ja, ich schaue mir das an. Was sehen wir da? Eine Schlaufe. Oder? Was soll da sein? Können wir nicht machen? Dann ist Klettern angesagt, oder? Hier rauf vielleicht. Oh, so ähnlich. Das war gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich woanders hin, aber das hat trotzdem funktioniert. Ah ne, hier hört der Spaß schon wieder auf. Ah, warte mal, eins runter. Ah, nee. Uiuiui. Nein, 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 nein! Okay, das habe ich voll versemmelt. Das können wir aber besser. So, lass gucken. Was soll dieser Haken da? An dem muss man sich doch einhängen, oder? Nee. Der lädt aber so dazu ein. Warum sollten wir den L3 drücken, wenn da gar nichts zu entdecken ist? Gut, schauen wir nochmal. Also wenn ich da loslasse, falle ich tief und tiefer. Aber da nach oben. Und, nee, da geht nichts. Jetzt hat. Aha, okay. Und wo müssen wir hin?
Weiß ich nicht. Puh. Einfach mal da entlang. Ah, sehr schön. Ui. Wirklich cool gemacht, die Einstellung. So. Und nun? Das Gitter rauf und drüben runter, oder wie? Ja, okay. Wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Fast da. Oben. Ja, ganz schön aufgeregt. Zeit für einen Schatz, oder? Die liegen doch auch immer hier rum. Nö, heute nicht. Heute ist Schatz. Freie Zone, aber da ist noch ein Balkon, an den kommen wir gar nicht hin. Hey, bringst du mich da hoch? Claro. Wo ist denn der hin? Ah, okay, das habe ich noch gar nicht abgecheckt hier. Alles klar, ist wieder Teamwork angesagt. Fertig, fertig. Na gut. Und? Ich hab hier was. Hey, Vorsicht. Oh. Das ist so blödsinnig mit diesen Kisten. Schatzkiste, hä? Ja, ohne den Schatz. Ja, und jetzt schiebe ich mir den da hin, oder wie? Da geht nichts. Burschens. Aber. Okay. Er hätte mir auch einfach die Hand reichen können. Aber gleich sind wir oben. Mal hier schauen, was sich hier Schönes verbirgt. Nix weiter, meine Lieben. Rauf geht's. Was für ein Ausblick, hä? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Ist da unten ein Weg? Wow. Also grafisch wirklich mega gut gemacht. Der Turm ist auch cool mit seinem runden Dach. Gut, es geht wieder runter. Was glaubst du, wie lange? Warte, ich mal nochmal gucken. Ein paar Stunden. Kommt auch cool. Wen oder was wir unterwegs treffen. Okay, was mache ich? Loslassen. Ui, das ist ja explodiert. Nein. Ich weiß nicht, wohin. Muss man da... Ach du Scheiße, jetzt geht das Gezeder wieder los. Ich weiß leider nicht, wo lang. Aber, ah ja. Das Spiel gibt es ja direkt vor. Macht der das jetzt? Ne, das mach ich, Alter. Da kann man rein, hoffentlich. Wo bist du? Uiuiui. Hier brennt die ganze Hütte. Ich weiß aber nicht, wohin. Kann ich da nochmal runter einsprungen? Ja, oder? Komm, lass los, Alter. Der lässt mich los. Und du, warum lässt er nicht los? Lass doch los. Dann muss ich vielleicht doch hier drin weitermachen. Lass mal schauen. Vielleicht darüber hüpfen? Ich weiß nicht. Ich weiß hier nicht, was ich machen soll. Ah. Jetzt ist gleich von selber. Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben. Und wie kommst du denn darauf? Hier runter! Schnell! Nicht warten! Oh, ui, das war zu hoch für mich. Verdammte Scheiße. Wo bist du? Okay, nochmal hier entlang. Stürzt die Decke ein. Ich möchte orientieren. Ich weiß nicht wohin. Wirklich? Da ist raus schlecht. Hier runter! Schnell! Nicht warten! Geh! Da stürzt sich doch in den Tod. Ich weiß wieder nicht wohin. Machen wir einfach hier mal den Sprung. Okay, das geht.
Manchmal ist es dann doch einfacher als gedacht. Uiuiuiui. Uiuiuiui, das war hoch. Nathan! Das war hoch. Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Ja, so wie es ausschaut, haben uns leider wieder diese Rave-Nadine-Armee-Idioten irgendwie gefunden. Boah, was machen denn die? Hab ich das. Okay, ich baue mir da mal eine Runde. Das ganze Gebäude stürzt ein. Ich hab die hier! Schaut aus wie bei Transformers 3, aber auch so eine Szene. Na, no. Richtig cool, richtig spannend gemacht. Alles schön durchgeskriptet. Aber ich bin mir sicher, das klappt jetzt alles. Drückt fleißig die Tasten, die ich mache. Oh, ich hab's verkackt. Oh, naja, da habe ich doch ein bisschen mich überschätzt und ein bisschen zu langsam gedrückt. Aber das macht schon wieder richtig Gaudi hier. Ach, da sehe ich die Deppen schon. Komm schon, hier oben, kletter das Seil hoch! Okay, los. 1, 2, 3. Richtig coole Action wieder. Super geil gemacht. So, alles klar. Sprung. Oh, ich bin schon wieder daneben gesprungen. Jetzt wäre es aber schön, wenn es doch funktioniert. Aber das ist geil. Das macht hier gerade richtig was. Kann man da nochmal einen abknallen nebenbei? Nee, besser nicht. Seil hoch! Okay. Schaden haben wir auch schon. Leute, festhalten, es geht los. Mach was, mach was. Und jawohl, den Sprung haben wir geschafft, den ersten. Das Haus wird aber nicht so lange mitmachen. Okay. Und drauf, 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 drauf. Ja, dafür können wir den Bruder doch mal gebrauchen. Okay, jetzt. Oh, alles klar, komm. Wir rennen einfach mal jetzt dem Bruder hinterher. Ich schätze, das wird das Beste sein, was wir machen können. Und los. Lauf immer weiter. Das machen wir. Vielleicht können wir den dann direkt weglaufen. Oppala. Mordstrom-Granate. Es geht bergab. Nein, okay, ich muss bestimmt irgendwo springen oder ein Seil verwenden. Nein. Boah, kranker Scheiß. Wirklich geil gemacht. Also wenn die das Spiel nicht mal verfilmen. Hey Sam, mach ihn fertig. Das wäre doch der mega geile Actionfilm. So, ich hänge hier. Auf ein neues. Ah, hier kann ich vielleicht runter. Ich weiß nicht, wo lang. Bin ich da? Nee, einfach runter geht auch nicht. Ich hab doch gesagt, einfach runter geht nicht. Okay, jetzt stürzt hier gleich alles ein, oder? Mach ihn fertig. Hey Sam, mach ihn fertig. Ah, komm hoch. Komm hoch. Jetzt hat. Nein, komm. Das ist dasselbe Problem, das wir gerade schon hatten. Okay, wo lang geht's jetzt hier? Muss er sich da irgendwo raufhangeln, oder? Na? Dann drehen wir uns mal um. Wir uns da irgendwo rüber? Ich sehe es nicht, wo es lang geht. Ach, schon wieder drücke ich diese scheiß X-Taste. Okay. Vielleicht kann ich das von hier schon mal abchecken. Also, rauf. X, X, X. Gleich stürzt der Spaß ein. Und dann hänge ich an dem Stück Holz. Jetzt geht's gleich los. Genau. So, und da beginnt mein Problem. Nach unten ist nicht gut. Ah, hier, jawohl, sehr gut. Wollte gerade sagen, die Kratzer schauen verdächtig aus. Gut. Wo sind wir?
Da ist eine, jetzt habe ich gedacht, das ist eine Treppe. Alles klar, wir müssen weiter rauf oder irgendwie wieder nach unten kommen. Oder raus? Scheint so. Halt, bleib draußen, du Penner. Okay. Nein! Ich will die Tante nicht loswerden, das ist grau. Okay, halt, halt! Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango! Was soll denn das heißen? Au, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lassen Sie uns doch mal. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Oh Gott, müssen wir jetzt die Schlampe auch noch prügeln? Da habe ich ja sowas von gar keinen Bock drauf. Das ist ja fast klar, wie das ausgeht. Ich habe genug von dieser Insel. Ich habe genug von Ihrem Bruder. Und ich habe genug von Ihnen. So, ich hau auf die Tasten, wie gestört. Aber viel passiert nicht. Wo ist der? Rennen wir mal hin. Die Troller hier anständig verprügeln. Das hat gesessen, Leute. Achtung. Uiuiuiuiui. Das hatten wir schon mal da hier in der Villa irgendwas in Italien. Eigentlich will ich gar nicht so hoch. Ich will da eigentlich wieder runter. Und ins Fenster. Da komme ich aber nicht hin. Dann doch nach oben. Irgendwie werden wir schon wieder reinkommen in die Bude. Okay. Hier rein. Mit was das? Nadine! Zack. Ja, der fällt viel, der Nace fällt viel in der Folge. Eigentlich fällt er nur. Jetzt wird sie gleich dazwischen funken. Bah, damit war aber gar nicht zu rechnen. Sie sind schnell. Und jetzt knall so die Alte ab. Sie. Komm, wir müssen ihr weg. Knall sie einfach nur ab. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Rafe! Schon gut. Feuer einstellen, nicht schießen. Leg sie hin. Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon, Mann! Du hast uns doch in der Hand, entspann dich! Komm schon, du bist Geschäftsmann, lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal?
Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Jetzt wird's interessant. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Jetzt wird's interessant. Du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Da haben die beiden gemeinsame Sache gemacht. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Alter. Nein, nein. Das ist echt eine krasse Wendung, aber der Typ ist eh sowas von unsympathisch. Gehört ja immer. Ich hab mein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Der Sam war von Anfang an ein Vollhorst. Mich hat der Typ nur gestört in einer Tour. Ihr habt die Lady gehört. Wer es nicht glaubt, der kann sich gerne die Folgen davor anschauen. Da schimpfe ich auf diesen Deppen wie nochmal was. Er ist einfach scheiße. Vielleicht ändere ich meine Meinung noch in den nächsten Folgen, aber bis jetzt ist er echt Rotz. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Nathan! Und jetzt? Oh mein Gott. Nate! Oh, die Frau Nate. Ist da. Was sind denn die hier jetzt? Tja. Ah, okay. Da ist es. Blick zurück in die Vergangenheit, ich bin mal still. Wer wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Und da wären wir. Wow. Dieses Haus ist ja riesig. Wo sollen wir anfangen? Ja, damit beenden wir die Folge. Wie hieß sie? Irgendwas mit, weiß ich nicht, irgendwas. Ist ja auch wurscht. Steht im Titel, wie die Folge heißt. Ja, und beginnen hier gleich eine neue. Vielen Dank fürs Reinklicken und fürs Dranbleiben. Und wenn es euch gefallen hat, einfach morgen 20, 21 Uhr kommt schon die nächste Folge. Bis später. Ciao.